Also heute für die Emo auch, weil heute der Start ist, haben wir unseren mobilen Hubtisch mitgebracht. Der ist auch pünktlich zur Messe fertig geworden. Es ist einfach ein Tisch, den man flexibel einsetzen kann. Es ist ein zusätzlicher Arbeitsplatz, der sehr ergonomisch gestaltet worden ist von uns. Jetzt habe ich gehört, Sie haben schon welche von den Tischen verkauft. Aus welchen Gründen haben diese Kunden den Tisch denn bei Ihnen erworben? Diese Kunden haben einen flexiblen, ergonomischen Arbeitsplatz gesucht, der noch nicht mal zum Schweißen, der zum Montagearbeiten herangezogen wird. Und dadurch, dass sie dann unseren Hubtisch gesehen haben, den man auf Rollen auch verschieben kann, so wie man, wo man ihn braucht, flexibel in der Halle oder in der Fertigungszelle. Das hat den Kunden am besten gefallen und dadurch, dass er auch anpassungsfähig ist durch die Höheneinstellung, die man dort vornehmen kann. Da man immer mehr in den modernen Bürowelten diese Schreibtische sieht, die höhenverstellbar ist, dass der Mitarbeiter nicht nur im Sitzen, sondern auch im Stehen arbeiten kann. So haben wir den Tisch auch konzipiert. Also es ist durchaus möglich, dort zu sitzen, auf einer Höhe von 700 als Minimum. Aber wir können auch bis zu 1 Meter hochgehen und dort ist dann die Ergonomie gegeben, im Stehen oder im Sitzen und auch zu jeder Körpergröße des Mitarbeiters. Und das ganze Sigmund-Equipment, kann ich das mit dem Tisch auch verwenden oder brauche ich da jetzt Neues? Nein, das ist alles verwendbar. Das war auch die Idee dahinter. Wir versuchen immer Gleichteile einzusetzen und auch durch die Platten, die wir schon bei der Workstation einsetzen, auch auf dem mobilen Hubtisch in 1200x800 Ausführung und plasmanitriert. Und das sind natürlich Vorteile, die da das Sigmund-System ans Tage bringt. Das heißt, ich kann diese Platten und Tische genauso behandeln wie den klassischen Sigmund-Tisch? Absolut. Wir haben da die gehärtete Technologie, unsere Plasmanitration, die wir drauf haben. Wir haben das gehärtete Material, unsere Sigmund-Legierung. Und wir haben natürlich auch dadurch auch eine Kapazität von dem Hubwagen, der bis zu 500 Kilogramm belastbar ist. Und kommt natürlich in eine Ausführung, wo Sie das Untergestell haben, was schon fertig montiert ist. Und Sie suchen sich die Platte oben drauf aus, die Sie auch dann drauf montieren. Und dann können Sie mit dem gegebenen Zubehör, was Sie wahrscheinlich schon oder vielleicht schon mit den anderen Tischen in Ihrer Werkstatt schon haben und benutzen, können Sie gleich auch auf dem Hubwagen weiterarbeiten. Die Feinjustierung der Arbeitsplatte ist einfach dadurch, dass wir das Untergestell, dass es eine Schweißkonstruktion ist und wir vielleicht das eine oder andere ausbessern müssen, können wir mit der Feinjustierung die obere Arbeitsplatte, die auch von Sigmund in verschiedenen Ausführungen kommt, dann auch so ins Wasser legen und justieren, dass sie absolut plan und eben liegt. Also wir denken, dass das ideal für Einsteiger ist. Es ist ein Montagetisch wie ein zusätzlicher Arbeitsplatz. Und wie viel muss ich investieren, wenn ich sage, das klingt interessant für mich, das würde ich mir mal anschaffen wollen? Also wenn Sie sich so einen Hubtisch anschaffen wollen, startet er bei ca. 1400 bis 1500 Euro und in der nächsten Zeit werden da immer wieder neue Angebote auch nachkommen. Wenn ihr mehr solcher Beiträge sehen wollt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, um auch wirklich keinen Beitrag mehr zu verpassen.